Halt doch mal die Klappe! Nein, du, wir kommen ins Fernsehen. Nein, das ist nur Internet. Wie nur Internet? Faust-TV. Ja, das sag ich doch, TV. Wir kommen ins Fernsehen und dann werden wir berühmt. Meinst du? Herzlich willkommen im Internet, herzlich willkommen bei Faust TV. Schön, dass ihr alle zuschaut. Das ist unsere 6. Sendung in diesem Jahr und wir sind auch heute wieder ein bisschen in der Stadtteilkultur unterwegs. Wir können verraten, da der Lockdown leider noch ein bisschen länger andauert, werden wir auch im Mai noch für euch senden. Der 12. Mai und der 26. Mai sind geplant. Da beschäftigen wir uns dann mit der Nordstadt und der List unter anderem und natürlich auch mit weiteren Themen aus der Kultur. Heute schlagen wir den Bogen ein bisschen größer. Wir waren ja schon in Fahrenwald, in Ricklingen, in Kleefeld und auch in Linden unterwegs. Und wir hatten eigentlich die Idee, dass unsere allerletzte Sendung ist und haben so gedacht, 53 Stadtteile, das schaffen wir nie. Aber wir wollen nochmal zeigen, exemplarisch, was es alles gibt. Und zwar zum Beispiel die jüngste Stadtteilkultureinrichtung in Kleefeld, das Hölderlin, und auch den schönen Stadtteil Hainholz, wo es sehr, sehr viel Kultur auch im Außenraum gibt, wie wir später sehen werden. Also die werden wir heute zu Gast haben. Und in einem weiteren Schwerpunktthema sprechen wir von unserem eigenen Jubiläum, denn das Kulturzentrum Faust wird 30 Jahre alt. Ganz genau. Was gibt es sonst noch zu sagen? Wenn ihr uns Geld spenden wollt, könnt ihr das wie schon bekannt gerne auf unser Konto tun. Dass unser PayPal nicht funktioniert, sollte ja inzwischen in ganz Hannover sich rumgesprochen haben. Ihr könnt uns wie immer während der Sendung gerne Anregungen im Live-Chat schreiben. Ihr könnt uns nach der Sendung aber auch eine E-Mail unter livestream@kulturzentrum-faust.de schreiben. Diese Sendung wird wie immer ein paar Tage nach der Aufzeichnung in unserer Mediathek unseres YouTube-Channels landen. Und ja, wir starten jetzt direkt mit der literarischen Kolumne, wo unser literarischer Experte Tobias Kunze diese ganzen Stadtteilbesuche mal in Gedichtform Revue passieren lassen hat. Deswegen gebe ich jetzt ab an Tobi Kunze. Viel Spaß. Ja, einen wunderschönen guten Abend an alle, die zuschauen und auch später sich das hier auf YouTube anschauen. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen und habe was mitgebracht, nämlich ein bisschen, wie immer, Poesie, aber eine poetische Revue. Die Stadtteile, die besucht worden sind, nochmal Revue passieren zu lassen, ist heute der Inhalt meiner kleinen literarischen Ecke hier. Und ja, wir haben viele Stadtteile besucht und es ist sehr schön geworden, in vielen Stadtteilen sich mal umzuschauen. Und das habe ich auch gemacht. Los geht's mit Fahrenwald. Auf den Straßen von Fahrenwald fahren halt Autos und rasen bald. Denn die Fahrenwalder ist eine Ausfallstraße und Hannovers nach Norden raus Magistrale. Drumrum wohnen Menschen, haben Arbeit bei Conti, fahren Bahn in die City, versorgen sich sonst wie. Fahrenwald ist halt auch dicht bebaut und das nicht gerade schmal und eng und auch laut, doch vor allem ist Fahrenwald international. Im Stadtgebiet wohnen so viele Nationen, da muss es sich lohnen mit Angeboten für Identifikationen. So baute man ein Freizeitheim zentral in den Stadtteil hinein. Einen Park und ein Bad komplettieren den Part, so fühlt sich heute kein Mensch hier allein. Teil 2. Hainholz ist heute dran. Neben Fahrenwald liegt Hainholz. Zu sagen, es verspüre keinen Stolz, wer hier wohnt, wer vermessen, denn HainhölzerInnen haben Interessen. Und auch viele Möglichkeiten, ausreichend Platz für schöne Zeiten, bieten Kulturtreff und Naturbad, Schrebergärten, die es bis nach Burg hat, und Ateliers in Gewerbehöfen, von Möbellagern bis Schnapsbrennöfen. Es gibt hier den Anschein von wildem Norden, doch wer will, fühlt sich auch hier im Viertel geborgen. Von Hainholz kommen wir runter nach Kronsberg. Hannover ist ganz platt gebügelt. Ganz Hannover? Unverhügelt? Ein Berg leistet am äußersten Rand diesem Klischee eifrig Widerstand. Prägnant dominant, so als Schwelle zum Osten, erhebt sich der Kronsberg als vorletzter Posten. Ein anderer ist zwar in Linden zu finden, doch im Unterschied zu dem ist bekannt,
Man sieht ihn nicht im Viertel verschwinden und nach ihm wurde der Stadtteil benannt. Kronsberg wurde komplett neu geschaffen, wucherte wuchtig am Hang entlang, bis oben auf Kuppe und Kamm noch eine Alm als Aussicht entstand. Der jüngste Ort, gebaut zur Expo, hält Nachhaltigkeit als Konzept hoch und auch Kultur ist kein Hokuspokus, denn hier steht das Stadtteilzentrum Krokus. Das war der Kronsberg und wir wandern rüber nach Krefeld. Auch schon in der Sendung zu Gast gewesen oder wir im Stadtteil vielmehr. Los geht's. Auch Krefeld ist ein Dorf in der Stadt, geordnet, apart und nie wirklich weit weg. Ein Ort im Quadrat, wer auf die Karte blickt, sieht ein Dreieck. Eilenriede, Seelenfriede, trifft hier auf viel Gegenliebe. Anna Stift und Anna Barth halten gesundes Mannerparat. Zwischen Kantplatz, Nackenberg und MHH ist jedes Eck in Haar ganz nah. Allein teilt Krefeld ein Eisenstrang. Mitten Mang am Gleis entlang liegt das Krefeld ganz eingeplant, womit man den Ort auch vergleichen kann. Der Strang unterstreicht, die Stadtteil-Taille ist unterteilt. Ein Stadtzweiteil aus Süden und Norden und doch ist Krefeld nie müde geworden, Brücken zu bauen, um sich zu verbinden, da beider gleichseits sich Menschen hier finden. Denn wenn sich schon Striche durch Rechnungen ziehen, können sie zumindest als Zwischensumme dienen. So heißt das Kulturhaus hier Hölderlin. Eins. Und weiß man in Krefeld Bescheid, so ein Haus ist ein Füllhorn und leistet seins zum kulturellen Zeitvertreib. Und jetzt kommen wir von Krefeld in den Nachbarort von Linden nach Ricklingen. Ins fidele Ricklingen musst du nur wenig mitbringen. Alles, was man braucht, ist dort nah, denn es gibt's auch vor Ort. Eng, doch auch weit und gut zu erreichen, plus Edelhof gut, einst Sitz von Reichen, gönnt hier immer noch Sicherheiten dem einzigen Ort Hannovers mit Deichen. Sogar einen Deichgraf, Verzeihung, Deichgräfin, sieht man hier prüfend das Amt vertreten. Der Ime-Fluss heißt nur hier Beke, was man gut bedacht sich überlegte. Denn wer es mehrfach überflutet macht, heißt im Dorf aus Rache halt Bach. Zudem erfand in Ricklingen ein Mann, der einst den Limerick. Was sie heute in Irland am Shannon besingen, stammt von hier. Das klingt sicher dick, aufgetragen gar ziemlich sick, doch stimmt mindestens immerhin ein Stück. Denn ein Schüler, dem das kaum keimte, 5 Zeilen ganz früh hier damals verreimte. Jakob Daniel Hahnenkoop, wortbegabt und gar nicht doof, nahm Rick von Ricklingen und Limmer von Limmer und baute dann Strophen im Kinderzimmer. Zum Beispiel, ich zitiere, das niedliche Örtchen Ricklingen, das wollte ein Dichter besingen. Doch dann zog er nach Hessen, da hat er es vergessen, so musste sie die Sache misslingen. So war das damals. Die Engländer nahmen den Vers einfach mit, als sie zurück nach Great Britain ritten. Dort hat dann Hannover den Verlust eines N's und Limmer den eines M's erlitten. So wanderte einst der Ricklinger Vers als Limerick weit in die Ferne und ist heute berühmt ganz fälschlicherweise als Erfindung aus irischer Taverne. Doch einigen wir uns doch auf den Trick, Kinder. Es heißt ab jetzt Limericklinger. Das waren Gedichte, ein paar lyrische Zeilen zu Hannovers ziemlich typischen Teilen. Wer mehr will, muss dranbleiben und spät wieder einschalten. Ich lasse vielleicht noch einen Rhyme walten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an Tobi Kunze. Wir sehen ihn später nochmal wieder. Jetzt sind wir dann in Krefeld gelandet und ich begrüße ganz herzlich Rainer Völtmar, den ersten Vorsitzenden des Bürgervereins Krefeld. Hallo Rainer und Lars Trentmann vom Hölderlin 1, Stadtteil Kulturmanager. Hallo. Rainer, der Bürgerverein ist sehr viel älter als das Hölderlin. Wie lange gibt es den eigentlich schon? Also den Bürgerverein Krefeld gibt es seit 1867. Da kann ich mich nicht mehr ganz so gut dran erinnern. Richtig aktiv geworden ist er aber erst wieder 2006. 2006 hatte er noch 3 Mitglieder und eine Gruppe von Krefeldern, die sich halt für ein soziokulturelles Zentrum im Stadtteil engagiert haben, haben sozusagen diesem Verein dann halt mit Mitgliedschaft beglückt, einen neuen Vorstand gewählt und dann sind Vereine wieder mit Leben und Inhalt gefüllt. Lars, du bist ja am Hölderlin 1, das ist die jüngste Stadtteilkultureinrichtung in Hannover.
Und du bist da auch noch gar nicht so lange, hast nämlich erst kurz vor dem großen Lockdown da und dankbarerweise anfangen dürfen. Hast du trotzdem Kleefeld schon ein bisschen kennen und lieben gelernt? Was macht den Stadtteil für dich aus? Ich kenne Kleefeld vorher schon so ein bisschen. Ich sage nur Pferdeturm, Eisstadion und so. Und ja, was Kleefeld ausmacht, ist glaube ich so ein bisschen die Durchmischung. Weil wenn du dir Kleefeld anguckst, hast du da einerseits so das Philosophenviertel an der einen. Das heißt, wir brauchen ein neues Mikrofon für Lars, richtig? Also kleiner Hinweis aus der Regie, da ist ein Kabel kaputt gegangen und es gibt gleich ein neues Mikrofon. Und ich glaube, wir können einfach direkt weitermachen. Also es ging gerade darum, was Kleefeld für dich ausmacht. Genau. Du hast erzählt, du kannst natürlich auch vorher schon Eisstadion. Ja, genau, Pferdeturm. Und was Kleefeld so ein bisschen ausmacht, ist so die Durchmischung. Man hat in Kleefeld dann alles. Man hat mit dem Philosophenviertel ein Villenviertel an der Eilenriede. Man hat aber auch eine handfeste Malocher-Ecke. Also Kleefeld ist nicht nur Villenviertel, sondern Kleefeld ist auch alter Arbeiterstadtteil so ein Stück weit. Also das macht Kleefeld auch aus. Einfach die Durchmischung. Das ist, Kleefeld ist... bietet im Prinzip alles von der einfacheren Ecke in Anführungszeichen bis zum gehobenen Viertel. Und Kleefeld ist halt auch gut ausgestattet mit dem Annabad, mit uns, mit dem Hölderlin, mit einer Stadtteilbücherei und so weiter. Schulsituation ist auch eigentlich recht gut vor Ort. Also ja, das macht Kleefeld auf und natürlich einen sehr aktiven Bürgerverein. Okay, wir gehen da gleich noch ein bisschen tiefer drauf ein und sprechen über eure Arbeit und natürlich auch über den Bürgerverein. Erstmal wollen wir uns natürlich den Ort anschauen, über den wir reden. Und da haben wir bei euch einen kleinen Einspieler gedreht über das Hölderlin und zeigen jetzt für unser Publikum mal das Haus. Let's go. In Kleefeld befindet sich das jüngste Kulturhaus in der Reihe der Stadtteilkultureinrichtungen. Das Hölderlin 1. Es bietet den hannoverischen BürgerInnen ein abwechslungsreiches Kultur- und Freizeitangebot. Das historische Gebäude ist ein Bau aus den späten 20er Jahren. Es entstand als Gemeindehaus der Petrikirchengemeinde. Vorher stand an der gleichen Stelle eine kleine Kapelle, die aber abgerissen wurde, da diese mit dem Bau der Petrikirche überflüssig wurde. Seit 2018 nutzt der Bürgerverein Kleefeld das ehemalige Gemeindehaus für Kulturveranstaltungen. Neben dem eigentlichen Gebäude verfügt das Hölderlin 1 auch über einen Hof mit Rasen und Schotterflächen, der in der warmen Jahreszeit gerne genutzt wird. Hier finden zum Beispiel Bewegungsangebote, Feste und Informationsveranstaltungen statt. Höhepunkt im schwierigen Corona-Sommer 2020 war ein Stummfilmpicknick mit Pianobegleitung. Das Betreten des Kulturhauses ist auch für mobilitätseingeschränkte Menschen möglich, da das Hölderlin 1 komplett barrierefrei ist. Alle Ebenen des Gebäudes sind problemlos auch für Menschen mit Handicap zu erreichen. Neben mehreren Sitzungs- und Seminarräumen bietet das Hölderlin einen großen Saal mit einer Leinwand und einer Bühne, die man ebenfalls barrierefrei mit einem Bühnenlift betreten kann. Der Saal ist ausgestattet mit Ton, Licht- und Projektionstechnik. Eine mobile Trennwand bietet die Möglichkeit, den für rund 180 Personen ausgelegten Saal für verschiedene Anlässe multifunktional einzurichten. So entsteht ein Foyer mit Bar und ein Veranstaltungsraum mit Bühne. Der große Saal des Hölderlin 1 ist Spielort für eine Vielzahl von Kulturveranstaltungen. Hier finden Konzerte und Kinovorführungen sowie Lesungen, Poetry Slams und vieles andere statt. Darüber hinaus bietet das Kulturhaus Vereinen, Initiativen und Privatpersonen einen Ort für Treffen und Versammlungen. Eine echte Besonderheit in der Landschaft der hannoverschen Kulturtreffs ist die Modellbahn AG. Hier können interessierte Eisenbahnfans auf der MOBA-Clubanlage mitfahren, entweder mit vereinseigenem Rollmaterial oder mit eigenen Schienenfahrzeugen. Außerdem gibt es im Hölderlin 1 unter anderem ein Reparaturcafé, einen Plotter-Stammtisch, eine Nähhäkelwerkstatt, Tango-Kurse und mehrere Chöre. Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich die Hölderlin-Lounge.
der jüngste Raum des Kulturhauses. Hier wurde die Corona-Zeit genutzt, einen offenen Raum mit dem Charme eines Wartebereichs in eine gemütlich mobilierte Lounge zu verwandeln. Es stehen ein großer Flachbildschirm und diverse Netzwerkoptionen zur Verfügung. In naher Zukunft wird der Raum noch mit einer Schiebetür ausgestattet, um ihn besser separat nutzen zu können. In den anliegenden Büros arbeitet das Team des Hölderlin 1 und gestaltet das Programm, das durch den Lockdown zurzeit natürlich fast gänzlich ruht. Es bleibt zu hoffen, dass ganz bald wieder viele Menschen an den vielfältigen kulturellen Angeboten in Kleefeld teilnehmen dürfen. Ja, Rainer, die Geschichte des Hauses ist ja auch eine ganz besondere. Wir haben eben im Beitrag gehört, es ist ein altes Gemeindehaus. Da gibt es ja noch ein bisschen mehr zu erzählen. Was sind die weiteren Stationen gewesen und wie kam es dazu, dass es jetzt als Kulturhaus genutzt werden kann? Ich gehe noch einen Schritt zurück. Wieso sitzt der Bürgerverein überhaupt in diesem Haus? Anfang der 2000er Jahre hat die Stadt mal wieder Berater durch die Stadtteile geschickt. Die sollten rauskriegen, wo was fehlt. Und in Kleefeld ist damals rausgekommen, in der Tat, es fehlt an einem soziokulturellen Zentrum. Und dann ist das passiert, was häufig passiert, wenn solche Einsichten in die Verwaltung gehen, gar nichts. Und daraufhin hat sich ein kreisengagierter Bürger gefunden. Als Kleefelder Kreis haben wir angefangen, dann die Geschichte mit dem Bürgerverein hat ja schon angedeutet. Und die Verwaltung hat dann natürlich handeln müssen und überlegt, wo kann jetzt eigentlich ein soziokulturelles Zentrum in einem Stadtteil entstehen, der eigentlich fertig gebaut ist, wo keine Neubauaktivitäten im Raum stehen. Und dann hatten wir das große Glück, dass dieses Gemeindehaus, was die Kirchengemeinde untervermietet hatte, an die Diakonie frei wurde. Und das war ein unglaublicher Glücksfall, weil zu diesem Zeitpunkt haben sich alle Parteien im Bezirksrat dazu entschieden, einer Meinung zu sein, nämlich zu sagen, das ist jetzt die Chance für Kleefeld, wenn wir jetzt nicht handeln, dann nie. Und die Verwaltung hat das aktiv unterstützt und so ist es gekommen, dass dieses Gemeindehaus, das ehemalige Gemeindehaus der Petrikirche, dann auch tatsächlich angemietet wurde von der Landeshauptstadt Hannover, um uns als Bürgerverein dann zur Verfügung gestellt zu werden, um dann Kulturarbeit zu machen. Ja, ihr habt ja aber auch ein bisschen Vorarbeit geleistet, wenn man das so sagen darf. Der Bürgerverein, hast du ja eben erwähnt, schon geht ins 19. Jahrhundert zurück und ich habe so ein bisschen nachrecherchiert. Damals ging es um Straßenbeleuchtungen und dass eine Apotheke in Kleefeld angesiedelt werden sollte. Und dann in dem Kontext, über den du eben gesprochen hast, Kultur ins Spiel zu bringen, ist ja auch ganz wichtig. Also was ist die Geschichte auch von dem Bürgerverein selber? Wie habt ihr da vorgearbeitet? Also wir haben angefangen aus der Überzeugung heraus, dass Kleefeld ein soziokulturelles Zentrum braucht, haben wir gesagt, na gut, wenn es das noch nicht übermorgen geben wird, dann müssen wir jetzt einfach schon mal anfangen, Kultur zu machen. Nicht? Kultur ist für uns ja kein Selbstzweck, sondern unser Ziel als Bürgerverein ist es ja eigentlich, im Wesentlichen Menschen zusammenzubringen und dazu führen, gemeinsam etwas zu erleben und gemeinsam etwas zu machen. Und das Medium, was wir dafür einsetzen, ist die Kultur. Egal, ob es ein Konzert ist oder ein Film, unser Einsatz ist, Menschen zusammenzubringen. Und das haben wir dann halt versucht. Seit 2012, 2013 haben wir also Räume angemietet im Stadtteil und haben dort Konzerte veranstaltet, beispielsweise in der Aula der Elise-Salomon-Schule, ein vorzüglicher Raum für solche Zwecke. Oder wir haben auch in der Hölderlinstraße, damals noch mit dem ersten Mieter der Diakonie, haben wir dann also auch Kinoveranstaltungen gemacht. Also insofern, das Haus war uns nicht fremd, wir haben aber auch alles in Kleefeld bespielt, was sich nicht gewehrt hat. Wir haben damals auch Dinge gemacht, die wir heute nicht mehr machen. Wir haben beispielsweise im Sommerprogramm Kinderaktivitäten gestartet. Wir haben das erste Kleefelder Soccer Court Turnier ausgerichtet, damals noch mit Herrn Weil als Bürgermeister, und mussten aber feststellen über die Jahre, dass das Programm, was die Landeshauptstadt Hannover in dem Bereich anbietet, so umfangreich ist, dass wir mit unseren Nischenangeboten da eigentlich keine Chance haben. Also insofern, aus diesen ganzen Aktivitäten, die wir sozusagen über Jahre schon betrieben haben, Konzerte und Kinoveranstaltungen, sozusagen konnten wir so quasi mit einer Truppe von Ehrenamtlichen dann 2018 in dieses Haus ziehen. Und das prägt es eigentlich bis heute, dadurch, dass wir sozusagen
eigentlich schon eine ehrenamtliche Struktur gehabt haben. Sozusagen wird also das Programm immer noch weitgehend von Ehrenamtlichen gestaltet. Das betrifft also das Kino, das betrifft das Konzerte, das betrifft auch neue Angebote. Wir haben einen ganz vorzüglichen Tango-Menschen, also der für den bestellt ist, die Welt nur aus Tanz. Den müssen wir in seiner Begeisterung häufig bremsen. Aber solche Menschen brauchst du auch, die brennen für ihre Sache, wenn du also im kulturellen Bereich etwas bewegen willst, gerade im ehrenamtlichen Bereich. Also insofern können wir eigentlich nur dankbar sein, dass wir aus einer Fülle von ehrenamtlichen Kräften schöpfen können, die ihre Interessen bei uns im Haus verwirklichen können. Und unsere Hauptamtlichen sind da eigentlich mit ihren eigenen Angeboten natürlich auch am Start. Aber viele Dinge kommen eigentlich bei uns aus der Vergangenheit und werden von Ehrenamtlichen getragen. Und das ist für uns auch wichtig, weil das ist nachhaltig. Ja, über die Ehrenamtlichen haben wir gesprochen. Jetzt sprechen wir kurz mal mit den Hauptamtlichen. Ihr seid ein sehr modernes Haus. Was sind die Schwerpunkte eurer Arbeit? Was gehört noch alles zum Angebot? Ja, einmal ganz kurz. Wir sind seit letztem Jahr wieder mit Sommerferienaktionen dabei, in Zusammenarbeit mit der Stadt. Dieses Jahr auch wieder. Was Schwerpunktarbeit ist, ist zum Beispiel Kinderkultur, verschiedene Bewegungsangebote, Musik, Theater zum Beispiel. Ist jetzt im Lockdown natürlich schwer, solche Sachen im Saal zu machen. Letztes Jahr haben wir dann aus der Not eine Tugend gemacht und sind im Sommer einfach viel rausgegangen. Das ging dann los mit dem Stummfilm-Picknick mit Pianobegleitung, was ja auch in dem Einspieler schon angesprochen worden ist. Dann hatten wir auch eine Sommerferienaktion letztes Jahr und das Sommerkino im Annabad, was vorher auch schon stattfand, aber nur ein Tag, ist seit letztem Jahr dreitägig, wird dieses Jahr auch wieder an drei Tagen durchgeführt. Und im Juli haben wir, wenn es dann alles klappt und wenn es gehen sollte, unsere erste Open-Air-Kino-Veranstaltung. Das wird auch wieder eine Stummfilmgeschichte sein. Da werden wir einen wirklichen Klassiker zeigen, Nosferatu. Und das Ganze wird von einem Filmmusikensemble aus Spanien begleitet. Also drückt uns die Daumen, dass das durchführbar sein wird. Und dann freuen wir uns auch auf ein... Ja, das Wetter ist natürlich auch so eine Sache. Der norddeutsche Sommer ist, obwohl in den letzten Jahren eigentlich eher so ein Sahara-Sommer, ist halt auch immer so ein Faktor. Aber ich hoffe und denke, dass das mitspielen wird. Gucken wir mal, wie die Seuchenlage sich entwickelt. Und dann hoffe ich, dass unserem Kultursommer nichts im Wege steht. Und es gibt nichts Schrecklicheres als eine Kinoveranstaltung, die Bühne, die Leinwand steht, die Tische, Stühle, alles steht. Der Wetterbericht ist eigentlich prima, aber dann kommt 5 Minuten, bevor es losgeht, der Wolkenbruch und alle bleiben natürlich zu Hause. Also diese deprimierenden Erfahrungen haben wir auch schon gemacht. Ich drücke einfach mal die Daumen. Genau, ich glaube, die Daumen drücken, dass das ja besser wird. Wenn der Lockdown vorbei ist, dann muss das Wetter einfach mitspielen, anders geht das gar nicht. Stichwort vereinsgetragene Kulturarbeit nochmal. Du hast schon so ein bisschen erzählt, dass da mit Ehrenamt sehr, sehr viel passiert ist. Wie seid ihr denn in dem Stadtteil vernetzt? Wer arbeitet da alles mit? Wie kann man sich das vorstellen? Also dadurch, dass wir ja über viele Jahre ohne eigenes Haus im Stadtteil Kulturarbeit gemacht haben, haben wir natürlich viele, mit denen wir in der Vergangenheit was gemacht haben, sei es die Kirchengemeinden, sei es Sportvereine, sei es halt die Schulen, wo wir Räume genutzt haben oder mit denen wir Aktionen gestartet haben. Also insofern sind wir als Bürgerverein im Stadtteil eigentlich schon ziemlich gut vernetzt, einfach auch durch diese Vergangenheit oder durch diese Aktivitäten, die wir in der Vergangenheit gehabt haben. Früher mussten wir immer zu anderen gehen. Heute haben wir ein eigenes Haus, heute kommen viele zu uns. Also insofern, da trifft man sich dann also jetzt immer wieder auf Augenhöhe. Insofern sind wir im Stadtteil eigentlich da schon ganz gut angekommen über die Jahre. Und vor allen Dingen dadurch, dass wir ja auch das Haus nur dadurch bekommen haben, dass die politischen Parteien sich also auch einig waren, sind wir also auch im politischen Raum, können wir eigentlich mit jeder Partei auch zusammenarbeiten. Da gibt es eigentlich irgendwie Kontakte in alle Richtungen. Da sind wir sozusagen als Verein, wie es in unserer Satzung auch steht, im wahrsten Sinne des Wortes überparteilich. Für Menschen aller Religionen, Hautfarbe und auch Parteizugehörigkeiten, die sind uns alle herzlich willkommen. Ja, und kommen wir nochmal zum Haus selber. Das ist ja gar nicht so riesengroß, aber es ist doch erstaunlich, wer da alles mit in ein Dach gefunden hat. Und also wir haben gesehen, Modelleisenbahn AG gibt es da, sehr skurril. Und ihr habt einige Chöre im Haus. Lars, wer nutzt das noch alles, das Hölderlin? Ja, wie du schon sagtest, Kleefelder Chorgemeinschaft, dann ist natürlich die Musikschule der Landeshauptstadt, ist bei uns auch mit angeboten im Haus.
mit dem Kinderchor, genau. Und dann haben wir zum Beispiel unser Repair Café. Das läuft normalerweise bei uns im Saal jeden ersten Samstag im Monat. Leute aus dem Viertel, aber auch natürlich aus anderen Stadtteilen können da mit defekten Elektrokleingeräten kommen und wir haben eine Crew von wirklich begabten Bastlern, die dann vor Ort versuchen, das Ganze zu reparieren. Dadurch, dass das Ganze jetzt natürlich nicht stattfinden kann, haben wir eine Möglichkeit gefunden, es trotzdem durchzuführen. Und zwar kann man sich mit der Crew von unserem Repair Café in Verbindung setzen. Dann machen wir eine Abgabezeit ab. Das heißt, man kann bei uns natürlich kontaktminimiert ins Kulturhaus kommen, die Sachen abgeben. Das wird dann weitergeleitet an unsere Bastler und wenn das Ganze repariert ist, geht es wieder zurück ins Kulturhaus. Man wird benachrichtigt und kann es dann nach Terminvereinbarung bei uns wieder abholen. Und das wird auch sehr gut angenommen, also das flutscht. Ergänzen würde ich noch so ein paar Aktivitäten, die im Haus nicht so direkt sichtbar werden. Wir als Bürgerverein sind ja auch Pate der Mühle, der Bockwindmühle im Hermann-Löns-Park. Die ist vor einigen Jahren ja abgebaut worden. Und wir waren in großer Sorge, dass das Ding nie wiederkommt. Und haben also dann auch entsprechend in der Zeitung und auch über Unterschriften, Sammlungen halt etc. dafür eingesetzt, dass das Ding wiederkommt. Das ist ein bisschen Heimatkunde, was so ein Bürgerverein dann ja irgendwie auch irgendwie so ein bisschen mitschwingt. Und das Ding steht da ja nun wieder. Und wer die besichtigen möchte, kann sich an uns wenden. Wir schließen sie dann auf, können Führungen machen. Ist ein bisschen eng da drin. Insofern ist das pandemiebedingt nicht gerade so das Thema, was sich im Moment aufdrängt. Aber solche Themen haben wir auch bei uns im Verein. Und wir organisieren seit vielen Jahren auch den lebendigen Adventskalender. Etwas, was man eigentlich so im kirchlichen Kontext vermutet. Aber irgendwie war das eine Leerstelle bei uns und es gab halt Bürgerinnen und Bürger, die haben gesagt, sowas hätten wir gerne. Und das Schöne in so einem Verein ist, wenn eine Idee da ist, wir können das einfach gleich sagen, okay, machen wir es. Wir gucken uns in die Augen und sagen, okay, machen wir, dann machen wir es auch. Also da sind wir relativ entschlussfreudig und das unterscheidet uns vielleicht von anderen. Wir reden nicht lange, wir tun es einfach. Man hört auch so ein bisschen raus, dass ihr eben recht gut vernetzt seid da in dem Stadtteil mit den Bürgerinnen und Bürgern und auch viel Einfluss von außen kommt. Im Moment ist es natürlich schwierig, das ist ja für uns alle. Wie bekommt ihr jetzt Feedback oder wie ist im Moment die Stimmung in Kleefeld? Also wir machen ja normalerweise in den ungeraden Jahren immer ein Musikfestival. Das findet dieses Jahr nun leider nicht statt. Das muss man sich so vorstellen, in einer Woche im September finden in Kleefeld 40 Konzerte statt. Für einen Stadtteil wie Kleefeld denke ich schon ziemlich viel. Das sind aber häufig auch Hauskonzerte in Wohnzimmern und solche Geschichten. Und weil das jetzt ja nicht stattfinden wird oder kann, haben wir gesagt, gut, wir machen einen Wettbewerb, ein Lied für Kleefeld. Und haben jetzt also Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ein Lied für Kleefeld zu machen. Und in der Tat, wir haben jetzt 9 Lieder, die jetzt halt eingegangen sind. Wir haben eine Jury, die muss das jetzt mal bewerten. Wir haben auch einige, die haben also Lieder geschrieben, aber können keine Musik machen. Wir haben also ein paar Texte ohne Musik. Da muss die Jury mal drüber urteilen, wie man damit umgeht. Das ist ja nun irgendwie nicht wirklich Lied. Aber da sehen wir schon, also wenn Angebote da sind, dann passiert auch was. Und Lars hat da ja auch Erfahrungen gemacht mit im Jugendbereich. Also wenn da versuchen wir Angebote zu machen, dass also auch Partizipation möglich ist. In dem Niveau, was auch gerade geht. Also, das bringt eigentlich immer so um den Schlaf. Das ist ja doch alles sehr wenig, was man machen kann. Aber das Wenige, das versuchen wir konsequent doch an den Start zu bringen. Wann kann man das Lied für Kleefeld denn jetzt hören? Im Moment warte ich noch darauf, dass auf unserer Homepage ein neuer Reiter eingerichtet wird, wo dann die einzelnen Lieder alle zu hören sein werden. Ich hoffe mal, dass wir das so spätestens ab Anfang Mai, dass das freigeschaltet ist. Und dann, denke ich, kann sich jeder daran erfreuen. Da sind schon mal lustige Sachen dabei. Genau, also es findet sehr viel halt auch über unsere Homepage statt. Wir haben im Frühjahr, jetzt letzten Jahres im ersten Lockdown, zum Beispiel einen Malwettbewerb gehabt unter dem Thema, wo ich jetzt am liebsten wäre. Und da sind auch ganz tolle Einsendungen gekommen. Da haben wir eine kleine Online-Galerie auf unserer Homepage eingerichtet gehabt und haben im Anschluss ganz tolle Preise verlost. Viele glückliche Kinder, das war eine schöne Aktion zum Beispiel. Der lebendige Adventskalender, der angesprochen worden war, der war ja letztes Jahr jetzt so auch nicht durchzuführen. Den haben wir dann auch auf unserer Homepage verlegt. Ja, und der ist auch sehr, sehr gut angenommen. Da gab es tolles Feedback mit Basteltipps für Kinder, Literaturtipps zur Weihnachtszeit und querbeet alles Mögliche. Also von veganen Rezepten über Fensterbilder und also wirklich
kreuz und quer 24 Kalendereinträge und der ist auch sehr, sehr gut angekommen. Was jetzt auch wieder geplant ist, was jetzt angelaufen ist, ist eine neue Malaktion. Sollte eigentlich im Zusammenhang mit Einzigartig Vielfältig stattfinden. Eine Aktion von der Landeshauptstadt, die ist ja jetzt leider doch nicht, konnte leider nicht stattfinden. Aber unser Malwettbewerb dann soll noch stattfinden. Mal uns deinen schönsten Schmetterling. Und zwar haben wir im Hölderlin, ist ja ein Bau späte 20er Jahre, mit querformatigen Fensterunterteilungen in unseren Sprossenfenstern. Ein Spiel auch sehr schön gesehen, so Sprossenfenster mit so einem Linieformat. Mhm. Genau, und da passt im Querformat recht gut ein DIN A4 Blatt rein. Und da wollen wir mal gucken, was an Schmetterlingen zusammenkommt. Und die werden dann zur Kapellenstraße und zur Hölderlinstraße, zu den Straßenfronten, werden wir eine Galerie aufmachen und da werden wir diese Schmetterlinge zeigen. Für Juni, wenn das Wetter hoffentlich ein bisschen stabiler ist, haben wir eine Chalk the Walk Aktion geplant. To be announced, die ist jetzt noch nicht auf der Homepage was oder genau anderweitig. Wird das sein? Das erkläre ich ganz kurz. Also Chalk the Walk, Kreide auf den Gehsteig, Straßenmalkreide. Wird man bei uns im Hölderlin abholen können und kann damit dann das Viertel verschönern. Das Ganze fotografieren, egal ob jetzt mit irgendwie hochwertiger Kamera oder einfach eine Handyaufnahme an uns schicken. Und wir werden das Ganze dann auch wieder entsprechend auf unserer Homepage präsentieren. Einfach auch, dass ein bisschen Interaktion wieder stattfindet. Das ist ganz wichtig, dass das halt nicht einpennt. So, dass, wenn keine Veranstaltungen im Haus sein können, dann müssen wir rausgehen. Und das haben wir letztes Jahr relativ erfolgreich gemacht und das werden wir dieses Jahr dann auch wieder so versuchen. Also das Thema Petanque steht noch irgendwie im Raum, also als Sportangebot draußen, da sind wir dabei, was zu entwickeln. Also Ideen gehen uns ja nicht aus. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was alle machen, jetzt hoffen, dass wir demnächst draußen wieder veranstalten können. Jetzt sind wir eigentlich auch schon beim Ausblick und so ein bisschen bei der Abschlussfrage. Euer Schwerpunkt sind ja schon auch Veranstaltungen für die Menschen. Was können wir denn als nächstes in Kleefeld sehen und von euch erwarten, wenn wieder veranstaltet werden darf? Was sind die Pläne? Ja, wir haben ja immer fleißig Programm gemacht, so dafür, dass, wenn es losgehen kann, wir stehen in den Startlöchern. Wir haben lieber verschoben oder abgesagt, als jetzt irgendwie die Füße stillzuhalten. Wir haben ein aktuelles Programm, das liegt auch mittlerweile in gedruckter Form vor. Wir werden wahrscheinlich die meisten Sachen ja, wieder nicht durchführen können, aber wir haben es auf jeden Fall. Und was schon angesprochen, klar, die Open-Air-Saison steht vor der Haustür und da setze ich so meine Hoffnungen drauf, dass das losgehen kann. Wir haben auch schon überlegt, Konzerte, die eigentlich im Saal stattfinden sollten. Wir haben letztes Jahr mobile Bühnenelemente beschafft, die sind recht gut einzusetzen, bei uns im Hof dann Konzerte zu veranstalten, die eigentlich im Saal sein sollten. Aber das ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe und wir gucken halt, was kommt. Aber wir können relativ spontan reagieren. Das klappt recht gut bei uns. Wenn deine Frage auch so darauf abzielt, was ist so das Highlight, worauf man sich bei uns freuen darf? Also mit Sicherheit im September unser Kino-Wochenende im Annabad. 3 Tage nacheinander zeigen wir Filme im Annabad. Das haben wir im letzten Jahr jetzt auch schon mal gemacht. Nach dem Motto, die Idee war, wir machen seit vielen Jahren Kino im Annabad. Aber da war der Gedanke, wenn wir die Leinwand sowieso schon stehen haben, warum lassen wir sie nicht gleich stehen und machen ein ganzes Wochenende? Und das haben wir im letzten Jahr erstmalig gemacht. Und dieses Jahr planen wir das Fest ein, Anfang September, ich glaube 3., 4., 5. so in der Kante. Ja, ich glaube. Da machen wir wieder ein Kino, Open-Air-Kino-Wochenende im Annabad und das ist natürlich eine ziemlich coole Location. Also von daher, das sollte man sich schon mal vormerken. Das wird sehr gut angenommen, muss man dazu auch sagen. Sowohl das Stummfilm-Kino-Picknick als auch die Kinotermine im Annabad letztes Jahr waren innerhalb von ein paar Stunden ausverkauft. Also ich weiß es für das Stummfilm-Kino-Picknick, weil ich das hauptsächlich organisiert habe, dass innerhalb von 18 Stunden war das Ding ausverkauft. Ich glaube, dass der Run ganz, ganz groß sein wird darauf, wenn ihr wieder veranstalten dürft und drücke euch ganz doll die Daumen, dass Open Air möglichst viel geht und natürlich auch dann später viel Erfolg für eure Arbeit und danke, dass ihr hier wart. Ja, danke. Ja, sehr gerne. Wir sagen auch danke und wir sehen uns dann im Innenhof vom Hölderlin und jetzt könnt ihr hier in der Sendung noch ein bisschen Live-Musik verfolgen, denn unsere Studioband kommt jetzt gleich auf die Bühne. Dazu wird aber meine Kollegin Cosma noch ein paar Worte verlieren. Ja, danke für die Einladung. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach so einem interessanten Gespräch brauche ich immer ein wenig Musik und wir haben jetzt schon 5 Haus-TV-Sendungen mit Joy Bogart gehabt und also ich kann gar nicht mehr ohne sie, wahrscheinlich geht es euch genauso und sie spielt jetzt ihren Song Closer to You und in dem Song geht es darum, dass
sie eine sehr große Bedeutung in ihrem Herzen für diesen Song hat, weil das war tatsächlich der erste Song, den sie unter ihrem eigenen Namen veröffentlicht hat. Also viel Spaß damit. Ja, das war Joy Bogart. Wir hören nachher noch mehr von ihr und freuen uns drauf. Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Stadtteilcheck und die führt uns diesmal nicht in einen bestimmten Stadtteil, auch nicht nach Hainholz und nicht nach Kleefeld, sondern beschäftigt sich mit Kultur im Allgemeinen und Besonderen und mit der Stadt Hannover. Und zum Beispiel geht es darum, welches ist der schönste Ort in Hannover. Das hat meine Kollegin Paula Passantinnen und Passanten befragt und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Stadtteilcheck. Also ich weiß gar nicht, ob ich das so spezifisch sagen kann, aber ich bin halt generell ganz gerne im Winter unterwegs und auch in der Nordstadt. Und ja, war dann halt abends auch irgendwie immer so sehr gerne so auf der Dümmer Straße unterwegs. Das ist natürlich momentan auch ein bisschen schwieriger. Aber das waren so generell immer irgendwelche Orte im Winter oder in der Nordstadt. Der schönste Ort in Hannover ist genau dieser Platz hier. Wo befindest du dich denn gerade? Im, wie heißt das hier, Welfengarten? Ja, ne? Das ist wirklich schön hier. Und hier kann ich meinen Sport ausüben, nämlich Boule spielen. Für mich ist, glaube ich, der schönste Ort der Welfengarten. Ich würde sagen, meine eigene Wohnung und das Ganze, was ich damit verbinde. Also das ist für mich der schönste Ort. Also wenn man jetzt Kultur mal so eher auf Veranstaltungen irgendwie bezieht,
ist für mich Kultur, glaube ich, wichtig, dass man halt irgendwie zusammenkommt bei irgendwelchen Veranstaltungen und da irgendwie was zusammen, ja, irgendwie unternimmt. Und das merkt man, finde ich, auch gerade jetzt in der Zeit, dass da halt echt irgendwie so ein wichtiger Teil halt einfach wegfällt, weil das ist auch schon dieses Zwischenmenschliche, was man halt momentan einfach dann nicht so erleben kann wie halt sonst. Kultur ist immer dann, wenn Menschen Kunst machen. Ich glaube, für mich ist das die Auseinandersetzung mit der Umgebung. Und das kann ja in ganz viele verschiedene Bereiche gehen. Aber es ist so ein bisschen, sich eine Perspektive schaffen oder versuchen, irgendwie die Dinge, die um einen herum passieren, in irgendwelche Form zu drücken. Kultur ist allumfassend. Ich würde sagen, ja, Kultur bedeutet für mich, sage ich mal, etwas Neues zu entdecken und das damit zu verbinden und das auf verschiedenste Weise, ob jetzt digital, analog, ob jetzt mündlich, schriftlich oder für sich, also ja, eine neue Welt entdecken. Ja, also ich habe mir tatsächlich halt immer so Streams auch mal angeguckt, also das wurde ja auch irgendwie online angeboten und dann hat man das auch irgendwie versucht, so ein bisschen mal für sich zu Hause irgendwie so nachzumachen und dann so auch mal ein bisschen dieses Feeling irgendwie zu haben, was natürlich halt nicht so ganz so geht. Aber ich lese halt relativ viel, jetzt irgendwie deutlich mehr als vorher. Ja, und ich meine, man hat halt natürlich schon irgendwie so viel Angebot, was jetzt irgendwie YouTube oder Netflix oder so anbelangt, aber das ist natürlich irgendwie nicht alles, aber momentan ist es halt eher so im Online-Bereich. Oh, wenig. Ich mache selber viel. Also bin auch Musiker und so. Aber das ist ja jetzt nicht für andere, man macht das ja für andere in der Kultur. Wenig, ganz wenig, vielleicht ein paar Livestreams. Ich glaube, im Moment höre ich am meisten einfach nur ganz viel Musik, auch gern von Leuten, die ich kenne. Oder es gibt manchmal ja noch so ein paar Jam-Sessions im Park oder so, wo man dazu hören kann. Und ich glaube, das ist für mich gerade so das meiste an Kultur, was ich erfahre. Hauptsächlich digital, würde ich sagen. Also ob jetzt ja um Video, Textform oder so, ist unterschiedlich, aber rein digital. Also ich suche jetzt nichts, gucke mir jetzt nichts an direkt. Außer natürlich, also man sieht ja so Street Art jetzt irgendwie draußen oder es werden ja oft auch Schaufenster irgendwie jetzt ausgestellt mit bestimmten Bildern und Texten. Also vor der Pandemie waren das auf jeden Fall auch immer so die Clubs in Linden. Ich war natürlich dann auch immer in der Faust, in der Glocke. Im Broncos war ich auch ganz gerne unterwegs, Feinkostlampe, das waren alles immer so die Orte, an denen ich so war, auch so Schwule Sau in der Nordstadt halt. Immer eher so diese kleinen Lädchen, die jetzt nicht so super kommerziell irgendwie unterwegs waren, da war ich nicht. In die Oper. Oh. Und was gefällt dir daran so gerne? Das ganze Ambiente, die wahnsinnig tollen Tänzer und Musiker. Das, was dahinter steckt, so viel Arbeit, Kostüme, Beleuchtung, alles, das beeindruckt mich sehr, das kann ich gut genießen. Ja. Ich bin immer gerne in den Kulturpalast gegangen, weil da immer viele Studenten waren und immer ganz viele verschiedene Sachen auf einmal an einem Abend komprimiert und ja, das fand ich immer sehr cool. Also jetzt vom Bereich her würde ich sagen, natürlich Clubs und Feiern gehen und Bars und generell, und ich würde sagen, mein Lieblingsclub wäre das Weidendamm. Ja, auf jeden Fall. Also ich mache mir wirklich Gedanken, so wie das dann jetzt irgendwie ja, so weitergehen soll. Vor allem man hofft natürlich auch echt, dass es jetzt dann irgendwie ein bisschen vorangeht, auch mit den Impfungen und so, dass man halt wirklich vielleicht nächstes Jahr mal wieder irgendwie ein bisschen feiern gehen kann und so. Und das jetzt irgendwie so zu überbrücken, gerade so finanziell und so, ist halt schon schwierig, weil so klar kann man online viel anbieten und so und man kann auch irgendwelche Shirts oder so anbieten, aber so wirklich ersetzt es das natürlich jetzt nicht. Und da mache ich mir schon so ein bisschen Sorgen, dass gerade so die kleinen Lädchen da irgendwie nicht so wirklich mithalten können. Nein, nein, nein. Die ist ja auch gefördert und das wird weiterlaufen. Läuft ja auch jetzt weiter. Wir machen Streams und so. Ich glaube nicht. Ich glaube, die werden sich halten. Aktuell auf jeden Fall, weil man weiß ja eigentlich gar nicht, was passiert und wie es den Leuten auch geht. Man kriegt ja auch wirklich wenig mit, selbst direkt. Aber ich glaube halt, dass danach also alles gut wird und auf jeden Fall eine große Anstimmung wird. Aber was jetzt ist, keine Ahnung. Also was mir irgendwie in Hannover ein bisschen fehlt, ist so das queere Angebot. Das fand ich immer so ein bisschen schade. Das war ja eher dann so die Schwule Sau, die da
recht viel angeboten hat, aber da finde ich, geht irgendwie in Hannover noch ein bisschen mehr. Aber ansonsten war ich halt immer so recht zufrieden so von den Feierangeboten. Auch gerade so unter der Woche, wenn man jetzt irgendwie studiert oder so, war man dann halt irgendwie dienstags in der Glocke und donnerstags dann in der Feinkostlampe und so. Das fand ich halt immer ein ganz schönes Angebot. Aber genau, da finde ich, gibt es noch ein bisschen Bedarf an queeren Veranstaltungen. Nö, ist alles da. Wenn man genau hinguckt, ist alles da. Ist nur jetzt doof, ne? Aber Konzerte und so, auch große Konzerte, gibt es ja normalerweise. Jetzt gibt es gerade dummerweise nicht. Aber da fehlt nichts. Hannover ist da ganz gut ausgerüstet, finde ich. Ich glaube, ich hätte richtig gerne einen Jazzclub. Ich würde gerade jetzt irgendwie sagen, die Zugangsmöglichkeit, also ich meine, jetzt macht ihr sowas hier und fragt Leute und macht darauf aufmerksam, dass zum Beispiel die Faust sowas unternimmt, aber ich hätte davor sonst gar nichts gewusst, das mitbekommen, also direkt die Leute, dass es bestimmte Sachen gibt und das, dieses Angebot überhaupt wahrzunehmen zu können. Das war schon. Danke dir. Hast du sehr souverän gemacht. Hat gar nicht wehgetan. Ich hab gar nicht gebohrt. Oh Mann. Ihr seid süß. Das war's schon. Ja. Vielen Dank. Schönen Tag euch. Danke dir. Danke. Ciao. Ciao. Ja, wenn man genau hinschaut, ist alles da, hat unser einer Interviewpartner eben in den Beitrag gemacht. Werden wir gleich drüber sprechen, dass das in Hainholz vielleicht auch so ist. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Helmut Metzger, den ersten Vorsitzenden von der Hainholzer Kulturgemeinschaft, und Marie Witte, ehrenamtliche Mitarbeiterin am Kulturtreff Hainholz. Schön, dass ihr da seid. Ja. Ja, Marie, was ist deine besondere Geschichte? Was verbindet dich mit dem Kulturtreff? Ja, also ich lebe mein ganzes Leben schon in Hainholz im Stadtteil. Meine Eltern sind schon seit Anfang der 90er Jahre Mitglied. Und ich bin jetzt, habe selber viele Kurse als kleines Kind da mitgemacht, habe viele meiner Kompetenzen da, ja, Grundkompetenzen erlernt über Malkurse und musikalische Früherziehung. Und bin jetzt übers Sozialarbeitsstudium letztes Jahr wieder so richtig eingestiegen im mitten im Corona-Jahr und versuche da den Vorstand jetzt so ein bisschen zu unterstützen. Und wie seid ihr organisiert? Wir haben eben gesehen, da gab es in Kleefeld sehr lange sehr viel ehrenamtliche Arbeit und ganz lange kein Haus. Das ist bei euch ein bisschen anders. Ihr teilt euch jetzt das jetzige Kulturhaus ja mit der VHS. Naja, wir haben auch eine lange Geschichte. Das hat ja... Vor 36 Jahren ist die Hainholzer Kulturgemeinschaft gegründet worden, damals von engagierten Leuten im Stadtteil, die eben für den Stadtteil was machen wollten, und zwar nicht isoliert irgendwie, nicht nur die Kleingärten oder so, sondern wirklich für alle Menschen, die da im Stadtteil wohnen. Und die sind, wir hatten halt das Glück, dass das alte, das frühere Haus leer stand, da waren Kindergärten drin, die dann da rausgegangen sind. Und von dem her ist natürlich schon gut, wenn man schon mal ein Haus hat. Aber da ist eben mit viel Engagement das dann umgebaut worden und erweitert worden. Und naja, und das hat sich dann die Geschichte bis heute so fortgesetzt. Und wir sind eben jetzt ein Trägerverein, der eben zuständig ist für den Betrieb dieses Hauses. Ja, wir schauen uns jetzt erstmal, bevor wir gleich noch so ein bisschen in die Tiefe gehen, natürlich an. Wo euer Haus ist und vor allem auch, was so drumherum passiert, denn wir haben in Hainholz auch sehr viele Menschen im Stadtteil getroffen, die kulturell sehr bemerkenswerte Dinge tun. Willkommen im Kulturtreff Hainholz. Uns gibt es seit 35 Jahren hier in diesem Stadtteil. Das ist ein sozialer Brennpunkt. Wir haben in unserer Arbeit die Schwerpunkte Migration, Zuwanderung und Kultur im Stadtteil, die Förderung verschiedener Zielgruppen. Seit 10 Jahren sind wir nun in diesem wunderschönen Gebäude der ehemaligen Volksschule in Hainholz, die Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut wurde und vor 10 Jahren umgebaut worden ist und jetzt ein Kultur- und Bildungszentrum darstellt. Wir haben ja hier in Hainholz die höchste Künstlerdichte gefühlt von ganz Hannover. Gleich als ersten Nachbarn auf der linken Seite vor unserem Haus haben wir das Künstlerehepaar Sunre Kim und Bonkil Kim, die Skulpturen bauen und sie auch im Garten ausstellen, sodass sie für alle sichtbar sind und mit denen wir auf sehr freundschaftliche, intensive Art zusammenarbeiten.
Schon wenn man auf den Kulturtreff zukommt, sieht man die Plastiken, die Professor Neuenhausen mit Inhaftierten der JVA geschaffen hat, in den 80er Jahren damals schon. Und dann geht man weiter und zum Eingang des Spielplatzes, da sieht man Plastiken, die Menschen aus Heinholz geformt haben, von ihren Gesichtern in Ton und dann gebrannt. Das entstand vor 5-6 Jahren. Vanna Kamm, willkommen im Kulturtreff Heinholz. Mein Name ist Svenja und ich arbeite hier schon ziemlich lange und im Moment ist mein Schwerpunkt Interkultur. Deswegen habe ich euch auf Tamil gerade begrüßt. Und die Tamilen sind hier eine sehr große Gruppe im Stadtgebiet, mit denen wir auch schon sehr viele Projekte gemacht haben. Und wir sind ja ein sehr multikultureller Stadtteil in Heinholz, klein, aber sehr multikulturell. Ja, und wir arbeiten mit vielen verschiedenen Künstlern aus verschiedenen Bereichen zusammen und manchmal auch mit Kunsttherapeuten. Und wir haben extra eine Therapeutin mal eingeladen mit Frauen, die geflüchtet sind und die alphabetisiert werden hier im Hause, mit denen zu arbeiten. Und zwar wollten wir ein Malprojekt entwickeln. Auch auf diesem Bild sieht man ein Haus, welches sich die Teilnehmerin sozusagen aus ihrer Heimat wieder ins Gedächtnis gerufen hat. Das war sehr, sehr spannend, weil es war am Anfang doch ein bisschen schwierig, die Frauen zu bewegen, zu malen. Und wir haben dann dabei gesehen, was das teilweise für Mühe macht und dass die Frauen teilweise zum ersten Mal im Leben einen Pinsel in der Hand hielten oder mit Farbe gearbeitet haben. Und das Projekt, was wir jetzt vorhaben, ist das Projekt mit Vätern. Und zwar, dass Väter mit ihren Kindern malen oder basteln. Und wir sind sehr gespannt, ob es da in ihren Kulturen überhaupt diese gemeinsame Erfahrung gibt, etwas gemeinsam zu erstellen. Ohne Anspruch. Es muss ja, wenn man mit Künstlern arbeitet, heißt es ja nicht, dass man jetzt einen hohen Anspruch hat, sondern einfach gemeinsam ins Tun zu kommen. Und wir sind sehr gespannt, was dabei für Ergebnisse rauskommen. Mein Name ist Florian Fischer. Ich arbeite hier in dem Atelierhaus in der Schulenburger Landstraße 150 in Heinholz seit 4-5 Jahren. Das ist das größte Atelierhaus in Hannover mit rund 50 Künstlerinnen und Künstlern. Und die Konzeption des gemeinsamen Tuns hat natürlich auch damit zu tun, dass wir unterschiedliche kulturelle Hintergründe haben und wir werden jetzt demnächst mit dem Kulturtreff Heinholz zusammen ein Projekt machen für Kinder, was mit diesen Erfahrungen auch zu tun hat, die wir hier gemeinsam gemacht haben. Ich heiße Juan, ich komme aus Syrien, aus Rojava. Ich bin hier seit ungefähr 6 Jahren. Ich bin ein Künstler von Beruf, bildender Kunst. Ich habe hier ein Atelier in Schulenburger Landstraße 150, gemeinsam mit Florian und noch ein paar Kollegen hier. Wir sind ungefähr über 50 Künstler und wir tauschen aus die Ideen und Platz und noch viele andere Sachen. Wie ich das Idee kam, mit Kindern zu arbeiten, diesem Projekt Papa mal mit. Natürlich kann man merken, dass die unterschiedlichen Kulturen zwischen Europa, Deutschland besonders, und die anderen Länder, wo, zum Beispiel Syrien, durch Krieg und die anderen Kulturen, man merkt es ein bisschen unterschiedlich. Natürlich zwischen die Kinder und Eltern kann ich nicht sagen, aber Väter mehr. Also, ne, natürlich, die Mutter hat mehr Zeit, mehr. Sie ist sehr beschäftigt mit Kindern, aber wie Vater mit seinem Kind mehr Zeit hat und wie kann er mit seinem Kind, also mehr Zeit mit Kunst oder was sich Kinder sich lieben und dann Kinder verstehen mehr durch Kunst, kam diese Idee zu mir. Und dann habe ich mit Florian über diese Geschichte erzählt und Florian hat empfohlen, dass ich mit Kultur Heinholz kontaktieren. Und dann haben wir gemacht und wir waren dort mit Kultur Heinholz, Svenja Schlüter, und wir haben unsere Projekte vorgestellt und ja, dann hat mit Kultur Heinholz und Flüchtlingsunterkunft geklappt. Und
Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat und wir freuen uns sehr, dass wir ein schönes Projekt mit Kindern machen. Okay, ich bin Mabel, ich arbeite hier im Kulturtreff seit 11 Jahren. Und vor 11 Jahren ist auch der Umzug passiert. Man sieht da drüben noch so eine kleine Scheune stehen, die gehörte zu dem Bereich des früheren Kulturtreffs. Und vor 11 Jahren ist der Kulturtreff hier in dieses Gebäude gezogen. Der ehemalige Kulturtreff wurde abgerissen und es entstand hier Grüne Mitte Hainholz. Der Spielplatz, das Familienzentrum wurde mit EU-Geldern gefördert und die Stadtplanung ist total gut aufgegangen. Ich arbeite hier im Bereich Kinderkultur, kulturelle Bildung, habe 18 Stunden hier und wir sind ein kleines Team, 3 Mitarbeiter. Ja, und das Besondere an dem Stadtteil hier ist eben auch, dass er sehr bunt ist und es spiegelt sich auch in allen Veranstaltungen wieder. Also jetzt im Kinderprogramm, ich weiß nicht, dann, keine Ahnung, wir backen Mandasi, Krapfen aus Afrika oder jetzt gerade plane ich ein digitales Projekt, das heißt In 7 Büchern um die Welt. Das ist ein Bilderbuch-Kino, was zusammen mit einem Musiker entsteht, der in Hildesheim den Aufbaustudiengang Weltmusik studiert hat. Und wir wollen dann eben über das Buch auch einen Einblick in die Kultur geben und auch das authentisch mit der richtigen Musik vertonen. Die Bücher sollen den Kindern zweisprachig zur Verfügung gestellt werden. Also es ist quasi über Kultur den Zugang zur Sprache, zur kulturellen Teilhabe zu ermöglichen und auch in dem Zusammenhang von einem ästhetischen Erleben soll das alles passieren. Also wir sind eben nicht an Schule und Noten und sowas gebunden, sondern können ja über Musik und Gestalten eben auch dazu beitragen, dass die Kinder aktiv gestalten und am kulturellen Leben teilhaben. Wir kommen ins Fernsehen. Was? Nein, das ist nur Internet. Faust-TV. Doch, das ist Fernsehen. Richtig so mit Bildschirm und alle sehen uns zu. Echt? Oh Mann, sitzen meine Zähne richtig? Deine Zähne sehen gut aus. Eine der wichtigsten Aufgaben, die wir uns gestellt haben als Mitarbeiter, ist, Brücken zu bauen zwischen Generationen und verschiedenen Nationalitäten. Dazu gibt es ein besonders tolles Projekt, das nennt sich Meet and Speak. Da sind muttersprachlich Deutsche, die Menschen, die Deutsch lernen wollen, versuchen, das mit beizubringen und ihnen die Gelegenheit zu geben, Deutsch auch zu sprechen, was sie sonst nur in Kursen lernen und nicht genügend anwenden können. Dieses Projekt gibt es seit 7 Jahren mit großem Erfolg. Das Besondere an Hainholz ist A, dass wir so viele Zuwanderer haben, dass wir mittlerweile Menschen aus über 100 Nationen in unserem Stadtteil als Nachbarn begrüßen konnten oder können. Und dass es Künstler gibt, die sehr gerne mit verschiedenen Zielgruppen, mit verschiedenen Menschen zusammenarbeiten. Ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit von Künstlern und Bewohnerinnen und Bewohnern sind die Figurinen, die Professor Neuenhausen in einem einjährigen Projekt geschaffen hat, direkt am ehemaligen Hainholzer Bahnhof. Neben den Kunstwerken am Bahnhof entstand in einem langen Prozess die 8,5 Meter hohe Stele. Da waren 45 Menschen aus 12 Nationen beteiligt. Das ist mittlerweile eins der Denkmäler in Hainholz geworden und ein gutes Zeichen von einem Miteinander über die Nationalitätsgrenzen hinaus. Neben Professor Neuenhausen arbeiten wir vom Kulturtreff ganz intensiv mit der Agentur Wenn und Aber zusammen. Da haben wir diverse Dinge entwickelt, gerade auch zu Corona in den letzten Monaten. Im Stadtteil gibt es 2 Banner, die wir im Rahmen der Art Corona entwickelt haben und aufgehängt haben, die damals uns ein bisschen darüber hinwegtrösten sollten, dass wir nicht in Urlaub fahren können. Hier hat jeder, jede die Gelegenheit, mal Urlaubsfotos zu machen, ohne selber wegfahren zu müssen. In der Bertramstraße finden wir die Kornbrennerei, eine ehemalige Schnapsfabrik, die von Künstlern gekauft wurde und in Ateliers umgewandelt wird
Und hier wird sehr kreativ gearbeitet. Hier sind sehr viele bunte, interessierte, kreative Menschen tätig. Ja, also ich bin Claudia Kudlinski. Ich bin Künstlerin hier in Hainholz, im schönen Norden von Hannover. Ich bin auch gleichzeitig Begründerin einer Werbeagentur, Wenn und Aber. Bin also im Design unterwegs und in der Kultur und in der Kommunikation. Mit dem Kulturtreff Hainholz verbindet mich die Mitgliedschaft. Ich bin Mitglied im Kulturtreff Hainholz seit, schon so 10 Jahre. Und wir machen ganz viele tolle Sachen hier in Hainholz zusammen. Wir haben uns die Art Corona überlegt im letzten Jahr, um die Bewohnerinnen und Bewohner anzusprechen, dass die nicht so einen langweiligen Spaziergang machen können, sondern sich tolle Erlebnisse haben auf dem Spaziergang, sowie dieses Hain-Wai-Motiv, was eben halt hier in der Bertramstraße direkt bei uns vor der Haustür hängt, und andere tolle Sachen. Und dieses hier ist eben jetzt mein Atelier, in dem wir stehen. Meine Farben, Acrylfarben, ich male vorwiegend mit Acryl, einfach weil es viel, viel schneller geht und so. Meine Paletten, wo die Farben abgebildet sind, pro Palette hier einen Tag malen. Und da kann man dann ganz gut bemessen. 5 Paletten sind dann 40 Stunden, das ist dann ungefähr ein Bild, entspricht einem Bildmotiv von meinen Bildern. Ich bin eigentlich male ich, seit ich Kind bin, immer auf unterschiedlichen Wegen und Weisen, mal mit Kaffee, mal mit Pinsel, mal mit Acryl, mit Bleistift, egal, das, was ich in die Hände kriege, auch am Computer, so mache ich es jetzt mit dem iPad. Es ist einfach wunderbar, und was jetzt aber hier zu sehen sind eben halt meine großformatigen Acrylbilder, und die ich eben halt verkaufe auch, aber auch ausstelle, unter anderem im Moment online ausstelle in einer Galerie in Hamburg, 040 Hamburg heißt die, da kann man die sich gerne auch online angucken. In Hainholz sind einige Menschen gestrandet oder gelandet, die ihren Lebenstraum verwirklicht haben, unter anderem Max Danz, der mit dem Kulturbunker in der Bunnenbergstraße ein Meisterwerk geschaffen hat und immer noch an seinem Lebenswerk arbeitet. Es verändert sich ständig, es kriegt ständig Ergänzungen, es sind ständig neue Leute eingebunden. Dieses Werk ist sowohl von außen ein interessanter Punkt, und innen gibt es 2 Studios, es gibt einen Veranstaltungsraum, es gibt sehr kreatives Leben, und dieser Punkt wirkt nach außen, indem Leute eingeladen werden, mit Leuten zusammen Projekte gemacht werden oder Projekte gemacht werden, die im Stadtteil wirken. Ja, wir hoffen, dass wir nach der Pandemie wieder ein volles Haus haben, dass ganz viele Menschen hier reinkommen, dass wir gemeinsam mit solchen Projekten oder mit unseren Kursen einfach wieder in Kontakt treten, gemeinsam neue Dinge ausprobieren, Hainholz vielfältig und bunt gestalten, drinnen und draußen. Und ja, wir freuen uns einfach. Kommt vorbei, schaut vorbei und herzlich willkommen. Ja, ich sitze hier immer noch mit Marit Witte und Helmut Metzger, und wir sprechen über die Stadtteilkulturarbeit in Hainholz. Helmut, erstmal muss ich gestehen, dass ich dich gerade befördert habe zum ersten Vorsitzenden von eurem Kulturverein. Das stimmt nicht ganz, du bist aber im Vorstand und bist als Kassierer tätig. Reden wir nochmal über das, was wir eben gesehen haben. Also nicht nur der Kulturbunker ist ja völlig verrückt. Ich war überhaupt beeindruckt, dass es so viel Kultur im Außenraum gibt in Hainholz. Woran liegt das? Naja, das liegt vielleicht an unserer Arbeit auch. Zum einen eben, dass wir Ziel haben, eben möglichst viele Bevölkerungsgruppen mit einzubinden. Ne? Das fängt mit den Kindern an, aber auch natürlich Senioren, aber auch das mittlere Alter. Ne? Und dann jetzt auch natürlich in den Zeiten mit den Flüchtlingen, wo man ja auch gut ansetzen kann damit. Aber das ist halt in Hainholz auch in vielen anderen Bereichen. Es gibt noch mehrere andere Vereine. Es gibt den Kulturspielraum, es gibt den Kunstsalon, die Kornbrennerei haben wir schon gesehen. Wir haben mit Sigrid Neuenhaus
Austausch, einen guten Kontakt, der ja nun viel da durch diese Stelen auch viel organisiert hat. Und das Schöne für mich ist auch in Heinholz, dass so viele so gut zusammenarbeiten. Also nicht nur die Initiativen, sondern eben auch die Schule oder Kindergarten, aber auch das Gewerbe ist engagiert. Ne? Wir machen ja zum Beispiel den Bauhandwerkerspaß für Kinder immer in den Osterferien, wo dann aber einfach Gewerke in Heinholz, ne? Maurer sind sehr beliebt auch, ne? Sich zur Verfügung stellen, dann, dass wir da mit den Kindern arbeiten können. Ne? Also das einfach dieses gute Miteinander macht das, glaube ich, aus. Ich finde das sehr bemerkenswert, dass man das auch so sieht bei euch in Heinholz. Marit, ein anderer Aspekt, der auch deutlich wurde, da war ja die Rede von Menschen aus 100 Nationen, haben da mitgearbeitet, die interkulturelle Arbeit. Heinholz hat 70% Migrationsanteil. Wie erlebst du das? Ja, es ist ein relativ kleiner Stadtteil. Wir haben so 7.500 Einwohner nur. Es ist ein kleines Dorf irgendwie. War es früher, ist es heute noch. Und es ist einfach schön, wie alle so zusammenarbeiten und gemeinsam gestalten. Und davon profitiert einfach jeder. Also ich bin interkulturell aufgewachsen und kann bis heute davon profitieren, mit so vielen Sprachen und Menschen zusammen aufgewachsen zu sein. Und da helfen natürlich die tollen Künstler, die wir im Stadtteil haben, ungemein mit, weil Kunst und Kultur das Mittel ist, wo Leute, ob sie die gleiche Sprache sprechen oder nicht, einfach miteinander in Kontakt kommen können. Und das ist einfach wunderbar bei uns im Stadtteil, finde ich. Also ein gutes Beispiel war auch zu sehen bei den Ateliers 150. Da war die Rede von dem Vater-Kind-Projekt. Da bist du, glaube ich, auch indirekt, hast du dich ein bisschen dafür engagiert, oder? Ja, kannst du da ein paar Worte noch zu sagen? Ja, klar. Joan, der syrische Künstler, kam vor einigen Jahren auch als geflüchteter Mensch aus Syrien nach Deutschland und ist eigentlich Künstler und Kunstlehrer gewesen und strebt natürlich wieder an, auch hier in Deutschland damit sein Brot zu verdienen und hat aber natürlich eben auch Erfahrungen, die er super gut teilen kann und von denen wir auch viele Menschen im Stadtteil haben, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und da kam er eben auf Svenja, unsere Mitarbeiterin, zu und mit der Idee, einfach gemeinsam mit Vätern und Kindern diese Erfahrungen irgendwie in Kunst umzuwandeln. Und ich finde, das ist ein super spannendes Projekt. Und da ich auch selber schon als Erzieherin gearbeitet habe, finde ich es natürlich super schön, da Kinder unterstützen zu können. Ja. Ja, kommen wir noch mal ein bisschen zu euren persönlichen Hintergründen. Helmut, du bist ja auch schon ein bisschen länger dabei und tief verwurzelt im Stadtteil sozusagen. Seit wann arbeitest du denn für den Heinholzer Kulturverein? Naja, bei uns war es so, dass wir in dem früheren Haus, im alten Haus, ich glaube, das müsste fast 20 Jahre her sein, unseren Chor, also dort Räume angemietet haben. Unseren Chor, stimmt so, heißen wir. Ne? Und wir sind... Jetzt haben wir schon den dritten Chorleiter in der Zeit, aber sind praktisch seit 20 Jahren üben wir im Kulturtreff Heinholz. Und da auch Michael Laube Mitsänger ist, hat sich dann eben dieser Kontakt dann vertieft, auch zu anderen Dingen, die der Kulturtreff macht. Und dann war eben die Situation vor 7 Jahren so, dass ein Wechsel anstand im Vorstand und dann bin ich da eben eingestiegen. Auch so eine Art Freundschaftsdienst sozusagen als Kassierer. Und gut, ich kümmere mich dann natürlich jetzt vor allem um die Finanzen, aber natürlich auch um das ganze Programm. Und das macht mir viel Spaß, weil es einfach so vielfältig ist. Das Besondere an der heutigen Sendung ist eben, dass die vereinsgetragene Kulturarbeit und man merkt schon, wie verwurzelt alles im Stadtteil ist mit den Bürgerinnen und Bürgern. Anderes gutes Beispiel bist ja du. Man hat eben in dem Beitrag auch gesehen, wo der alte Kulturtreff stand und Mabel hat da auch einen Schuppen gezeigt. Was hat es damit auf sich? Ja, der Schuppen ist weniger Schuppen als... ein Scheune, Haus. Scheune ja, nein, auch keine Scheune. Es ist schon ein richtiges Haus, das damals durch die Mitglieder eigentlich oder überwiegend über die Mitglieder gebaut wurde. Meine Eltern haben selber dran mitgebaut für eine Kindergruppe, die da dann auch beherbergt wurde. Das ist schon ja, eigentlich toll, was sozusagen die Mitglieder eigentlich auch geleistet haben in der Vergangenheit. Und
Es gibt ja viele Einrichtungen, die so von oben herab durch die Stadt initiiert wurden und das ist hier eben ganz andersrum. Da gab es erst das Gebäude und ja, es haben sich Menschen zusammengeschlossen und von unten was echt Tolles aufgebaut mittlerweile. Finde ich sehr beeindruckend und ist jetzt ein gutes Stichwort, Helmut, um nochmal über den Verein zu sprechen und Stichwort vereinsgetragene Stadtteilkultur. Naja, die was sind die Vor- und Nachteile? Ja, die Geschichte ist ja, ne, dass dann damals, als es noch viel mit Selbsthilfe und Ehrenamt ging, dann so 92 rum gab es dann ABM-Stellen und da hatte ja die Stadt dann gesagt, okay, wir finanzieren dir das dritte Jahr und hat dann auch eine Beschlussdrucksache gemacht, dass sie eben auf Dauer diese Kulturtreffs 2 Personalstellen fördern wollen. Und das ist ja bis heute noch so, Gott sei Dank. Das war auch nicht immer sicher, aber das ist ja gut, dass das so ist. Aber es war halt damit die Bedingung verbunden, dass sich eben Trägervereine existieren, also Vorstände, die das eben alles machen. Das heißt eben die ganze Finanzierung, die Personalabrechnung und dass natürlich auch diese Gelder dann der Stadt zwar gut sind, dass da die Personalkosten und ein geringer Sachkostenanteil schon mal existiert, aber natürlich müssen noch deutlich mehr andere Gelder eingeworben werden. Also wir müssen halt für Projekte, die wir durchführen und für die Bildungsarbeit und dergleichen eben zusehen, dass wir dieses Geld dann reinbekommen und damit die Arbeit auch machen können. Und mein Anspruch oder unser Anspruch im Vorstand war halt auch, dass wir zumindest annähernd unsere Mitarbeiter gleichstellen können mit den städtischen Angestellten, die ja Zusatzversorgung haben, die tariflich bezahlt sind, die unbefristete Arbeitsplätze haben. Und das ist dann für so einen Verein doch eine ziemlich schwierige Aufgabe, weil wir wurden früher nur jährlich gefördert. Und wir haben dann, und das ist auch so ein bisschen mein Job, habe ich so übernommen, so ein bisschen das zu moderieren mit den anderen Kulturtreffs, wenn wir uns treffen. Wir haben ja auch günstige Voraussetzungen durch unsere guten Räume, wo wir uns treffen können, dass wir gegenüber der Stadt da eben deutlich gemacht haben, dass wir eben erwarten, dass die Stadt da mehr für uns tut. Und es ist ja dann so gekommen, dass wir von 2016 bis 2018 einen Dreijahresvertrag bekommen haben und jetzt eben doch einen Vierjahresvertrag. Das war natürlich eine deutliche Verbesserung zu früher. Aber dazu muss man doch schon einiges tun, damit die Stadt sich dann bewegt. Wir hatten auch mit Frau Beckedorf zum Beispiel eben längere Kontakte. Aber das hat bisher dann doch gut funktioniert. Aber ob das jetzt auf Dauer, ne, wir werden alle älter, dass unsere Vereine jünger zu kriegen, wird schwierig. Wir sind unheimlich froh, dass Marit da ist. Das ist natürlich schon mal ein Highlight. Ne? Aber es ist nicht so einfach, Leute zu finden, die das machen, diesen Job Ehrenamt. Das sind so die Strukturen, ja. Aber bemerkenswert ist ja auch, dass ihr so viele Kooperationen habt. Stichwort Vernetzung hatten wir vorhin schon mal. Aber ihr arbeitet ja auch doch mit einigen Institutionen und Einrichtungen da in Hainholz zusammen. Könnt ihr das ein bisschen ausführen? Naja, das war... Ja, mach du mal. Genau. Ja, ich hätte jetzt gesagt, ich könnte gar nicht alle aufzählen. Es sind wirklich etliche. Und da hat der Kulturtreff schon eine gute Netzwerkerfunktion und eben hat eben auch die Stadtteilrunde initiiert, dass sich eben regelmäßig zusammengesetzt wird und analysiert wird, was braucht der Sozialraum Hainholz gerade, was hat er zur Verfügung, was wird benötigt und wer hat Ressourcen, sodass eben auch Gelder, so wer beantragt jetzt, wer hat noch sozusagen Geld im Pott, das wird dann immer gut in Kooperation geregelt. Genau. Ja, ich hatte jetzt auch so ein bisschen zum Beispiel dran gedacht, dass ihr auch zum Beispiel mit der Flüchtlingsunterkunft kooperiert. Und genau, da, also wenn wir in dem Projekt Papa mal mit, wenn ein Künstler zum Kulturtreff kommen, dann schaut man natürlich, wo bekommt man AdressatInnen her und da kann man natürlich gut dann die Kontakte zur Gemeinschaftsunterkunft knüpfen und anfragen, habt ihr Leute, braucht ihr jemanden oder ja, genau. Das du hast in deinem Studium ja auch so einen Schwerpunkt mit sozialer Kulturarbeit. Genau. Ne? Wie wichtig ist denn das Soziale in einem Stadtteil wie Hainholz? Ich glaube, wichtig ist es in jedem Stadtteil, aber besonders bei uns ist es super wichtig, über die Kulturarbeit sozial zu werden und mögliche Sprachbarrieren zu überwinden und durch Pinsel und Ton irgendwie zusammenzukommen. Und das
das kann die Kulturarbeit wahrscheinlich besser als ein reiner Deutschkurs das könnte. Ja, nun haben wir schon in den vorigen Sendungen ein paar andere Stadtteilkultureinrichtungen kennengelernt. Du bist da auch so ein bisschen ein Verbindungsglied, wenn ich das so sagen darf. Und es geht dabei um die Zusammenarbeit mit den anderen Kultureinrichtungen. Was kannst du dazu sagen? Naja, das ist jetzt natürlich bei Corona-Zeiten auch ein bisschen schwierig, dass man sich noch vielleicht digital trifft oder so. Aber wie ich das vorher schon ausgeführt habe, gerade in den letzten Jahren hatten wir den doch häufiger eben Treffen, um eben um klar zu bekommen, wie wir finanziell und auch von den Strukturen her besser vorwärts kommen. Die Stadt hat sich ja dann auch bewegt. Die Stadt hat auch über, es gibt dann einen Landesverband Soziokultur, wo die Stadt dann auch ermöglicht hat, dass Fortbildungen für uns durchgeführt werden zu verschiedenen Themen. Also es sind dann doch ganz gute Erfolge gezeitigt worden, kann ich sagen. Und wir machen ja nicht nur auf Vorstandsebene, sondern eben auch auf Mitarbeiterebene, arbeiten die ja viel mit den anderen Kulturtreffs zusammen. Es gibt zum Beispiel jetzt das Projekt Naturverbunden, wo wir eben im Zusammenhang mit Natur, mit Essen, gegen Massentierhaltung. Wir bei uns in Heinholz haben uns hauptsächlich um das Thema Bienen oder jetzt geht es auch um plastikfrei einkaufen, also einfach auch sozusagen ein bisschen an den herrschenden Themen voranzukommen. Und das machen wir dann eben gemeinsam mit anderen Kulturtreffs, sodass das einfach auch besser organisiert werden kann. Mhm. Ja, kommen wir so ein bisschen zu den Perspektiven. Also es war in dem Beitrag auch die Rede von Projekten, die in den Stadtteil reinwirken. Dass das ganz gut funktioniert, hat man gesehen bei euch. Was ist so in Zukunft geplant und was wünscht ihr euch noch? Ja, wir wünschen uns natürlich, dass die Corona-Zeiten wieder vorbeigehen. Ne? Dass wir, es ist zwar toll, ich finde es unheimlich schön, was unsere Mitarbeiter alles an Projekten entwickelt haben, während Corona, wo ja fast keiner ins Haus hinein darf. Und dann sind eben Außenaktivitäten. Ne? Wir haben so eine Stadtteil-Rallye gemacht, wo man Leute eben verschiedene Positionen anlaufen, um den Stadtteil kennenzulernen. Wir hatten ja Art Corona, wo Kunstgegenstände oder auch diese hübsche Fotowand, wo man sich da den eigenen Urlaub da knipsen konnte. Ne? Also das sind ja viele, viele schöne Sachen entstanden. Aber natürlich wäre es wieder schön, wenn wir wieder viele Menschen sowohl ins Haus als auch außer dem Haus kriegen, wenn wir wieder Kino machen können. Ne? Wir hatten ja mit vielen anderen vor, eigentlich wieder einen Kultursommer zu machen, also die von Juni bis September, wie vor 3-4 Jahren, viele Veranstaltungen zu machen. Das ist jetzt alles ein bisschen zusammengeschrumpft, weil man das halt ja kaum planen kann. Und also von dem her ist einfach Planungssicherheit zu kriegen und wieder zu öffnen, das wäre eben großartig. Ne? Also einfach ganz normal arbeiten zu können. Ne? Vielleicht noch ein Schlusswort von dir. Ein Stichwort war ja auch Verjüngung. Was denkst du, was kann man tun, um viele junge Menschen an Kulturarbeit ranzuführen? Ich glaube, da hat der Stadtteil Heinholz große Möglichkeiten. Wir bekommen demnächst auch, oder ist es schon im Bau, ein Studentenwohnheim. Ich schätze mal, allein dadurch wird der Stadtteil wieder jung. Wenn man das schafft, von Anfang an die StudentInnen gut einzubinden in den Kulturtreff und in den Stadtteil, dass sie sich dort auch ein Stück weit zu Hause fühlen, dann ist das eine wahnsinnig tolle Chance für den Stadtteil und verjüngt ihn auch ordentlich. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Helmut Metzger und Marit Witte. Schön, dass ihr heute hier wart. Wir bedanken uns auch. Ja. Danke. Gerne. Und hoffe natürlich, dass wir uns bald mal wiedersehen und dann unter ganz normalen Bedingungen irgendeine Veranstaltung zusammen genießen können. Gern auch hier. Okay. Ja, wir kommen nochmal zu unserer Studioband und dafür gebe ich jetzt wieder an meine Kollegin Cosma. Genau, um euch zu Hause und uns hier im Studio nochmal in einen wunderbaren Musikgenuss zu bringen, hören wir jetzt nochmal Musik von Joy Bogart und sie spielt ihren Song Hope You're Good und darin geht es um eine Situation, die, glaube ich, jeder von uns kennt, wenn man zu einer Person, die man früher sehr gut kannte und mochte, keinen Kontakt mehr hat, aber ihr trotzdem wünscht, dass sie alles in ihrem Leben erreicht und das Beste daraus macht. Hier ist sie.
Für uns ist das jetzt ja auch schon die 6. Sendung, bei der wir musikalisch dabei sind. Und wir freuen uns auf jeden Fall mega, dass es noch 2 weitere Sendungen auf jeden Fall geben wird. Aber trotzdem bleibt es immer ein bisschen seltsam, hier auf der Bühne zu stehen, ohne Publikum und ohne die Reaktion sehen zu können, wie es den Leuten vor einem geht. Und so ein bisschen passt das auch, finde ich, zum nächsten Song. Ich weiß nicht, wer gerade alles zuschaut, aber ich hoffe, wer auch immer gerade auf dem Sofa sitzt, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt einen guten Abend und genau, viel Spaß mit Hope You're Good.
Das war unsere Studioband Joy hier für uns. Jörg, wir haben ja auch wie immer eine Ausstellung bei uns in der Sendung. Diesmal von der sibirischen Künstlerin Eisweg aus unserem Gemeinschaftsatelier Mira e.V. hier von unserem Gelände. Ich finde es super schön. Ich finde auch, das leuchtet besonders heute. Ja, Eisweg. Sie hat so ein bemerkenswertes Zitat, das lese ich einfach mal vor. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, mein Leben sei wie eine Winterstraße in Sibirien. Wunderschön, glänzend in der Sonne, aber auch spiegelglatt und mit Vorsicht zu genießen. Das hat sie gesagt und wer mehr erfahren möchte, kann auch bei der Homepage eisweg.de nochmal nachschauen. Ganz genau. So Jörg, jetzt bist du hier aber gerade nicht mehr in deiner Funktion als Moderator, sondern als Vertretung für Tino, der ja krank zu Hause liegt. Gute Besserung, Tino. Nun sitzt du hier als Pressesprecher der Faust und wir wollen gerne über unser 30-jähriges Jubiläum sprechen. Sehr gerne. Also zunächst mal auch absolut gute Besserung, lieber Tino, von meiner Seite aus. Ich sollte gar nicht hier sein, ich habe heute schon genug geredet, aber das 30-jährige Jubiläum von Faust finde ich ja einfach was Besonderes. Und jetzt, wo Tino das heute hier nicht erzählen darf, was er da alles geplant hat und was wir gemeinsam alles geplant haben, machen wir beide das so nach. Genau, es ist ja nun trotzdem Corona, das hat uns ja ein paar Steine in den Weg gerollt bei der Planung für das großartige Jubiläum, beziehungsweise dem Tino in erster Linie, wir sprechen jetzt darüber. Was habt ihr denn trotzdem geplant? Ja, zunächst mal muss man ja sagen, dass Faust 30 Jahre alt ist, ist schon was Besonderes, dass diese alte Fabrik so lange durchgehalten hat und alle Menschen, die hier arbeiten. Und wir haben uns natürlich auf ein sehr besonderes Jahr gefreut und hätten da gerne viel, viel mehr veranstaltet. Nun ist es ja trotzdem nicht so, dass wir nicht arbeiten und die Vereine hier auf dem Gelände tun es ja auch alle. Und deswegen wollen wir da auch bisschen was von zeigen und versuchen in Form von Open Airs, wir haben ja eben auch schon darüber gesprochen, dass man jetzt natürlich die Outdoor-Saison nutzen muss, das werden wir auch tun und wir haben auch mit den Vereinen gemeinsam ein bisschen was erarbeitet. Da habe ich gehört, verschiedenste Workshops sind geplant und partizipative Formate auch. Ja, da haben so Vereine wie unsere Schweißerwerkstatt Katt e.V., die haben, glaube ich, geplant, da eine multimediale, also eine musikalische Installation zu machen oder auf einer Leinwand Beiträge aus 30 Jahre Faust zu zeigen. Die Bildhauerwerkstatt Kopflos ist aber auch beteiligt und auch unsere Kollegin von Karga, also mit verschiedenen Vereinen hier auf dem Gelände wurden Konzepte erarbeitet, wie man möglicherweise auch mit wenig Publikum, wenn das denn alles so sein muss, trotzdem ein bisschen was zeigen kann und die Menschen interessieren kann für die Arbeit hier. Sehr schön und auch tatsächlich sehr interessant und ich finde auch, dass die Bandbreite der Vereine auf dem Gelände da ganz gut wiedergespiegelt wurde durch die Auswahl. Was mich auch sehr freut, ist eine Sache, die tatsächlich stattfindet und das ist unsere Sommerbühne im Ricklinger Bad. Was passiert da denn, Jörg? Ja, irgendwie müssen wir ja alle mit Corona klarkommen und deswegen haben wir im letzten Jahr ja schon hier bei uns auf der grünen Wiese vor der Faust eine Kulturwiese gemacht, mit Abstand, mit Liegestühlen und so niedrigschwellig und natürlich war in diesem Jahr lange schon klar, dass es vielleicht auch wieder schwierig werden könnte und deswegen haben die Kollegen da und Kolleginnen sehr viel dran gearbeitet mit der Stadt und auch unter anderem mit dem Musikzentrum und dem Pavillon zusammen ein schönes Konzept zu machen für richtig große Open Airs und das wird stattfinden in Ricklingen, Nähe des Ricklinger Bades und an insgesamt, ich glaube, 5 Wochen lang, ja, also von Ende Juli bis zum 1. September Wochenende wird das gehen, fast jeden Tag ein tolles Konzert zu veranstalten. Wie das genau stattfinden wird und wie viel Abstand die Leute haben müssen, wissen wir nicht, aber ich bin sehr sicher, dass das schön wird für die Menschen in Hannover. Ich bin mir auch sicher, es wird auch auf Hochtouren daran gearbeitet. Es gibt ja auch jedes Jahr einen Tag der offenen Tür hier bei uns auf dem Gelände. Wann findet der denn dieses Jahr statt? Am 16. bis 18. Juli ist jetzt so der angedachte Zeitraum. Vielleicht kann das auch klappen. Also die Idee ist eigentlich, dass wir die Menschen einladen möchten in die Faust zu unserem Jubiläum. Es wird einen Empfang geben für
Freundinnen, Freunde, Förderinnen, also alle, die irgendwie der Faust wohlgesonnen sind, natürlich auch die Presse und die Politik und andere Menschen aus der Kultur. Und außerdem wollen wir natürlich auch die Leute aus dem Stadtteil und aus der Stadt Hannover zu uns einladen. Und das soll dann so sein, dass das ganze Haus geöffnet ist, also auch die Ateliers und Werkstätten. Und normalerweise hätte es dann wahrscheinlich noch eine Menge Konzerte und Partys obendrauf gewesen. Uns ist klar, dass das vielleicht ein bisschen schwieriger wird, aber vielleicht kann man dann eben auch mit den Vereinen, hast du ja eben schon gesagt, die Vielfalt hier ist ja unglaublich, auf dem Gelände ein paar schöne Sachen machen und dann möglicherweise gucken, dass nicht zu viele Leute gleichzeitig da sind, aber dann macht man es eben den ganzen Tag und dann können trotzdem viele kommen und wir können die hier begrüßen. Für manche Dinge lohnt sich langes Warten ja auch durchaus. Wir sind aber ja nun nicht die Einzigen, die jubeln dieses Jahr. Und du hast hier auch diese tolle Broschüre zum Thema Linden jubelt. Da habe ich gelesen, 615 Jahre Linden. Was hat es denn damit jetzt auf sich? Ja, das ist ganz witzig. Als wir unser, ich weiß nicht mehr, ob es unser 20. oder 25. Jubiläum ist oder war, da sind wir, glaube ich, 125 Jahre alt geworden in Linden. Und jetzt, 5 Jahre später, sind wir 615 Jahre alt, einfach weil eine ganze Menge andere Initiativen und Einrichtungen sich noch angeschlossen haben, das Jubiläum gemeinsam zu feiern. Da ist zum Beispiel dabei die IGS Linden, die 50 Jahre wird. Oder ja, unser Kooperationspartner tatsächlich ist. Zum Beispiel. Oder auch der Wissenschaftsladen Hannover, der 35 wird. Und hier im Haus ist der DGB-Chor, wird 40. Das Freizeitheim, das hatten wir hier in der allerersten Sendung als Thema, wird 60 Jahre alt. Und dann gibt es noch on top auch den Sport, nämlich den SC Elite, der wird 100 Jahre und der Ruderverein Linden 110. Und da gibt es halt sehr viel zu feiern von insgesamt 13 Einrichtungen. Und deshalb wird Linden 615 Jahre alt. Alles klar. Dann danke für die ganzen Auskünfte, Jörg. Was ja, eine du? Sache möchte ich dazu noch sagen, denn da gibt es auch einen zentralen Event. Am 12. September soll der sein auf dem Küchengarten. Da stellen die sich alle vor. Und obendrein haben ja auch wir, weil uns klar war, wir können die Menschen vielleicht nicht in unser Haus empfangen, hat Tino das geplant, dass wir auch da dann in den Stadtteil gehen und auch am Küchengarten wahrscheinlich kurz davor, auch Anfang September, ein eigenes kleines Open Air machen und uns dort präsentieren. Hoffentlich klappt das alles so, wie es geplant ist. Es gibt aber ja auch schon Plan B und C in jeder Variation. Deswegen, etwas wird passieren, das ist auf jeden Fall sicher. Wir werden weiter darüber berichten. Danke für die ganzen Infos, Jörg, und danke für das spontane Einspringen hier. Gerne. Möchtest du jetzt trotzdem nochmal in deine Funktion als Moderator wechseln, um den Tobi nochmal anzukündigen? Ich wechsle einfach wieder die Identität, so wie heute meine Bauchbinde auf dem Monitor gewechselt wurde, und freue mich jetzt, jemanden, der auch seine Identität dauernd wechselt und manchmal hier auch zum Beispiel Moderator ist, aber einfach insgesamt unglaublich vielseitig und als Tausendsasser unterwegs ist und jetzt heute für uns noch einen zweiten Text liest, und wünsche dem Publikum nochmal viel Spaß mit Tobi Kunze. So, da bin ich live on air mit meinem zweiten Teil, und wer mich kennt, der weiß, es wird wieder sehr politisch und arg stark. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, es ist ein neues Infektionsschutzgesetz draußen, aber noch nicht verabschiedet. Also man weiß noch nicht, wann es in Kraft tritt, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt dieser Ausstrahlung. Und naja, es hat sich nicht viel geändert und ich weiß nicht, was ich da noch sagen soll, was ich noch nicht gesagt habe. Ich widme mich jetzt einfach mal so ein bisschen Personal, weil das sind ja die Menschen, die schließlich in diesem Land was zu sagen haben. Und das vermischt sich jetzt ein bisschen mit K-Kandidaten und anderen, ich sag mal, amtsinhabenden Menschen. So, los geht's. Ich finde, Finanzminister Scholz hat im Leib wenig Ehre und Stolz. Denn die Steuerschlupflöcher lässt er noch und nöcher offen und bleibt trotz Kritik hart wie Holz.
ehrlich, denn seine Gesetzesentwürfe sind Invitationen zum Gewinne abschöpfen, zum Schröpfen des Staates und Steuervermeiden. Das stoppt Scholz nicht noch, sondern erneuert das Treiben. Sogar als OB hat er Hamburg geschadet, als er einer Bank mal die Zahlung ersparte. Auch dem eigenen Staat spart er Steuereinnahmen, statt Betrüger zu jagen in Steueroasen. Da könnte man eigentlich Freude dran haben, gerechtere Steuermodelle erwarten. Doch bei dieser Art von globaler Amnesie frage ich mich, was erwartet man da von Sozialdemokratie? Und diese Partei will als Kanzler ihn stellen. Ich sage, da helfen nur klatschende Schellen. Mir schwant auch, dem Spahn fehlt hart mal der Plan, was er sicher nie sagt und vielleicht nicht mal ahnt. Denn das Gesundheits- und Pflegepersonal ist ihm nicht erst seit dem Virus egal. All diesen Menschen zahlte er mal einen läppischen Bonus als Dank seiner Wahl. Da könnte er gleich aus dem Fenster klatschen. Und der wollte mal Kanzler? Ernsthaft? Der Spacken? In Krankenhäusern wird mancher schon panisch. Die Ausstattung ist, ich sag mal, spartanisch. Nicht erst seit Spahn spart der Staat an Reformen, dass Krankheit Profit macht, sind hier halt die Normen. Spahn aber zahlt gerne mehr Geld für Masken, sodass Start-up-Nasen sich vergolden lassen. Ich hoffe, dass wir bald mehr für Pflege zahlen und dass, wo gemogelt wird, Späne fallen. Wieso bloß ließ man den Scheuer ans Steuer? Um Deutschlands Mobilität zu erneuern. Wie kann man statt Bahnstrecken Autobahnen und dazu illegal eine Maut bloß planen? Ja, ich weiß, heuer ist guter Rat teuer, doch Berater von Scheuer ein Vielfaches teurer. Ich hätte Scheuer nicht nur längst schon gefeuert, ich hätte den Betrüger auch eine gescheuert. Dass der noch im Amt ist, ein Armutszeugnis, das jedes Recht, naja, die Wahrheit leugnet. So, und weiter geht's. Sekunde. Da. Am Ende habe ich, muss ich zugeben, ein bisschen mehr Bock auf eine Frau Baerbock, die sicher doch sehr lockt. Nicht nur wegen der Wahl. Denn was heißt die Kritik? Sie sei wenig erfahren, wenn die, die sie haben, so elend versagen. Doch was mich am letzten noch am meisten nervt, ist, dass man die Lage noch weiter verschärft. Was soll es denn bringen, das Volk eingesperrt in schwärzester Nacht hinterm heimischen Herd? Okay, hab gehört, dass die Ausgangssperre ein bisschen was bringt in Ausnahmefällen. Doch wieso obliegt es den Menschen privat, die Pandemie zu bekämpfen im Staat? Während man gleichzeitig Wirtschaft und Firmen Freiheiten schafft, statt auch die abzuschirmen. Fabriken sind offen, Büros nicht geschlossen, selbst Tests überlässt man der Entscheidung von Bossen. Wo ist das Zugeständnis? Wo bleibt die Pflicht? Kultur und Freizeit derweil weiter dicht. Ganze Branchen überlässt man dem Abgrund. Das ist nicht nur ungesund, das ist pure Verachtung. Bei all dieser geistigen Führungsumnachtung und einem nach anderem und einem nach dem anderen Tief- oder Schwachpunkt habe ich am Ende, bleibt da noch ein bisschen Hoffnung. Denn ich weiß, es geschieht im Staat nicht so oft und doch sind bei BioNTech die Impfreserven weiter da, die Lage zu entschärfen. Und letztendlich bleibt Hoffnung, dass wir uns alle impfen lassen am Ende. Dann können wir aufhören mit Schimpfen. Und auch ich. Deswegen, liebe Leute, bleibt gesund. Lasst euch impfen, wenn ihr einen Termin kriegt. Und wenn nicht, es gibt Wege, dass es bald geschieht. Und bleibt gesund. Und ja, bleibt auch hier gesund auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Wir sehen uns da draußen hoffentlich bald. Tschüss. Ja, liebes Publikum, das war ein zweites Mal Tobi Kunze für euch. Wir sehen Tobi wieder, wir sehen uns alle wieder im Mai. Wir werden auch dann noch ein bisschen für euch digital da sein. Und ich kann schon mal die Termine verraten. Es wird der 12. Mai und der 26. Mai. Da sind wir unter anderem zu Gast in der Nordstadt und in der List. Es wird der Mittwoch sein und nicht mehr der Donnerstag, was einfach ein bisschen mit Feiertagen wie Himmelfahrt zu tun hat. Schaut einfach auf unsere Homepage, da findet ihr das. Und was ich auch noch ankündigen mag, wir sehen uns vielleicht auch vorher schon wieder. Am 1. Mai lassen wir uns das natürlich nicht nehmen, ein kleines 1. Mai-Fest zu feiern. Und das wird hier live im Studio mit Kettenfett passieren. Jetzt kommen wir so fast schon zum Ende der Sendung, aber bleibt noch ein bisschen dran, denn wir hören jetzt heute noch zwei Songs von unserer Band, von Joy Bogart. Und ich verabschiede mich, bin raus, wünsche euch noch einen schönen Abend. Und wir hören jetzt Phoenix und On Everything.
day we met a honeymoon urge. Sky did burst, breaking into tomorrow. In the face of the energy that we exuded, thunder and lightning included. I have to admit I was blinded, because before we became what we are, we were bitter and dark. There was nothing sweet about us. That's what they call us now. Talking and pointing fingers at our souls now. Deciding when it is time to pick them up, throw them stones now. At the home that we built in this house now, that is becoming our flesh now. But listen. Into the fire, into the fire, oh, we'll be burning together, yeah. It is deeper than the dark at the bottom of that ocean. I see your lid, I need to spit all of the rhymes that come to me. When you pull me in, lock me up, we are hooked on the magic we're producing. When I was younger, I came to believe that magic was all about lies and proof. When I best right now, I can see that trap door leading to hell. See every trap, see every claw trying to hold me back, but I say nah. What we share is something extraordinary. I forgot about our mystery, and I don't know, Barry. I can see how your veins are on fire. That glow shines right through your skin. It's what I desire. Pull me in, pull me in. Light me up, light me up. Vielen Dank. Genau, jetzt spielen wir noch On Everything und damit verabschieden wir uns auch und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Say I have a spell.
Vielen Dank.